Hallo, willkommen zu diesem kurzen Modellbauvideo. Es ist auch ziemlich spontan. Bin hier gerade ein bisschen am Versuchen mit diesen sogenannten Ortungspiepsern. Und ja, ich habe jetzt hier drei verschiedene Modelle. Und es ist irgendwie so, dass die halt im Fall eines Absturzes piepsen sollen, dass man das Gerät, also das Fluggerät, was auch immer das jetzt ist, Quadrocopter, Flugzeug, wie auch immer, leichter wiederfindet, also weil man es halt dann im Gebüsch sozusagen piepsen hört und dann das leichter lokalisieren kann. Das Komische ist, ich habe es bis jetzt nur mit diesem zusammengebracht. Der ist von Graupner. Mit dem habe ich es nicht geschafft und mit dem habe ich es nicht geschafft. Ich habe das jetzt hier an irgendeinem der Servos, also an Querruder-Servo zum Beispiel. Bei Vollausschlag rechts habe ich dann bei dem ein Piepsen gehabt. Vollausschlag rechts habe ich bei dem gar nichts gehabt und bei dem hier auch gar nichts. Was alle drei gemeinsam haben: Sie dürften keine eigene Batterie haben. Also wenn mir die große Batterie leer wird oder hier das Kabel zum Beispiel reißt bei einem Absturz, dann sind sie stumm und man findet das Gerät erst recht nicht. Das ist halt, ich habe eigentlich gehofft, dass bei dem vielleicht sowas drinnen ist. Aber man sieht das hier bei dem. Der ist wenigstens durchsichtig. Da ist keine Batterie oder irgendwas drinnen, was einen Strom speichern könnte, weil das große ist der Lautsprecher. Und ja, jetzt wollte ich mal fragen, was ihr mir empfehlen würdet. Ich habe einen gefunden, der kostet aber irgendwie 56 € oder so. Das ist dann so eine längliche Röhre. Ich weiß jetzt nicht, wie die Firma heißt. Der hat dann eine Batterie drinnen, der piept dann irgendwie eine Stunde lang oder 2 Stunden sogar. Ist aber auch relativ schwer, das wiegt irgendwie, weiß ich nicht, ich sage jetzt sowas wie 50 Gramm oder so in der Richtung, also keine Ahnung. Relativ schwer, dann gibt es kleinere, angeblich auch mit so kleinen 3-Volt-Batterien drinnen. Habe ich gefunden, daher nennt sich der große Ortungspiepser, kostet irgendwie 20 € oder so. Ich habe mehrere Empfehlungen davon gelesen, habe den Artikel aber nicht gefunden in dem Shop, wo es verkauft werden soll. Und ja, also keine Ahnung, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Querruder ganz rechts gebe, passiert da gar nichts. Und ich werde jetzt mal kurz den anderen einstecken. Ja, im Prinzip ist es keine Hexerei. Das wird hier durchgeschliffen, also hier, das kommt an den Empfänger und hier kommt dann das Servo dran. Und allerdings sonderlich laut war dieses eine, was wenigstens funktioniert hat, dann auch nicht. Also nicht irgendwie so, dass ich mir gedacht hätte, das hört man dann einige Meter weit weg. Also das war irgendwie so ein stummes oder ein stilles Piepsen, sagen wir so. Ja, also hier das Servokabel. Und da stecke ich jetzt hier an den Empfänger an. Ich meine an den Piepser. So, die Kamera will gerade nicht. So. Minus, auf die Polarität achten, rotes Minus. So, angesteckt ist es. Und es wird dann, wenn ich das auslöse, rot leuchten. Ja, also es blinkt jetzt hier rot. Die Intensität, na, wie sagt man, die Geschwindigkeit, also wie oft es piepsen soll, kann man eigentlich einstellen. Aber zum Beispiel, ich habe das mal so eingestellt, was eigentlich ausreichen würde. Von hinten ist es eher leise, von vorne ist es eine Spur lauter. Also man müsste mal einen Feldversuch machen, wie weit man das im Feld wirklich hört. Wahrscheinlich in einer ruhigen Umgebung etwas weiter. Aber ja, sonst, wie gesagt, ich bin nicht sonderlich davon überzeugt. Ich meine, ich werde es jetzt nicht zurückschicken, weil ja, das lohnt sich nicht. Das Ding schaut irgendwie überhaupt schon benutzt aus und die Anleitung so ein bisschen so ausge. Wenn ein Papier so alt wird, dann wird das so ein bisschen gelblich. Also keine Ahnung, ob das Ding überhaupt was taugt. Aber ja, also so funktioniert es mal. Hier Vollausschlag halt, dann piepst. Das müsste ich mir halt zum Beispiel auf irgendein Quer, also ein Seitenruder oder was legen. Oder halt einen eigenen Kanal dafür reservieren, der im Fehlerfall dann das Signal ausgibt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den Sender einfach ausschalte, passiert gar nichts. Dann piept das nicht. Wenn ich jetzt hier aber zum Beispiel, also das hängt jetzt mit diesem Empfänger zusammen, wenn ich Querruder voll gebe, dann ausschalte, dann piept es weiterhin, weil das
den letzten Status, den ich gesteuert habe, beibehält. Diese Empfänger ist, also es gibt größere Empfänger, die können dann im Fehlerfall eine bestimmte Position der Kanäle annehmen. Dieser kann es nicht, darum bringt mir das eigentlich da nichts. Und ich werde jetzt noch als letzten Versuch hier den Empfänger-Akku dann ausstecken und dann wird man sehen, dass da leider auch nichts passiert. Also, Akku ist jetzt abgesteckt. Das Ding ist tot. Ich meine, tut halt nichts. Von daher, ja, ein bisschen schade, dass das nicht so funktioniert, wie ich eigentlich gehofft habe. Aber man kann nichts machen. Die zwei habe ich mir geliehen. Muss ich an der Stelle dazu sagen, werde ich wahrscheinlich wieder zurückgeben, weil ich ehrlich gesagt nichts damit machen kann. Also, in gewisser Weise schon. Wobei, also nein, eigentlich kann ich nichts mit denen machen, weil ich habe es nicht mal zum Piepsen gebracht. Die, bei dem einen war gar keine Anleitung dabei, beim anderen, ich weiß nicht, müssten wir vielleicht googeln. Ja, sonst den werde ich vielleicht in ein Flugzeug einbauen, wo ich einen Empfänger drinnen habe, der eben die im Fehlerfall die das bestimmten Kanal auf einen bestimmten Kanal ein bestimmtes Signal ausgeben kann. Aber als Quadrocopter-Sicherung ist es mir dann ein bisschen auch zu unsicher. Da bin ich eher dann auf der Suche nach etwas, das piepst, auch wenn man den Akku absteckt. Also wenn es von mir aus eine Stunde piept, reicht es mir. Wenn es 2 Stunden piept, wäre es schon cool. Aber weiß nicht, ob ihr da vielleicht mir irgendwie aushelfen könnt mit ein paar Tipps oder so. Und ja, sonst sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Und ja, übrigens, das war mein Anfängerflieger, mit dem ich ganz am Anfang geflogen bin. Einige erinnern sich noch vielleicht. Und ja, bis zum nächsten Mal.